Patrick Naumann. Grüße, Grüße, Grüße aus Deutschland. Ja, aus der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen, an der A40. Ja, 14.400 Kilometer laufen, immer schön im Kreis. Und knapp 200 Kilometer hast du geschafft, ein bisschen aufgeraut jetzt im Moment durch die neuen Sachen. Passiert, kenne ich. Thema Drogen, ich kenne nur eine Droge und die heißt Leben. Die Droge Leben. Ja, was anderes kenne ich nicht, weil aus der Nummer kommt keiner raus. Wenn du in 15 Jahren, da bin ich leider schon 75, du bist halt 10 Jahre jünger, dann bist du um die 65. Ich drücke dir fett die Daumen, das ist klar. Ich sehe dich gerade alleine. Ihr hattet ja an sich zwei aus Bali bei YouTube. Jetzt machst du momentan alleine. Jetzt hast du nur noch 14.000 Kilometer laufen gegen Drogen. Sonst stand da 14.400. Was haben wir heute für einen Tag? Muss ich mal gucken. Ich glaube, 210, ne? 210 Kilometer. 210 Kilometer hat er schon geschafft. Finde ich super. Ja, laufen gegen Drogen. Also ich würde sagen, also ich würde mitmachen, ist kein Thema. Ich habe leider zu viel zu tun. Aber ich könnte ja hier um den Tisch rennen. Ne? 15.000 Kilometer am Tisch für das Leben zu leben. Ja. Nur mit knapp 60 da jetzt noch so viel Gas geben, weiß ich nicht. Ich meine, die Idee ist toll, bringt auch was. Ist auch eine tolle Session. Du sprichst auch gerade in die Kamera. Und auf diesem Wege wollte ich dich aus Deutschland begrüßen. Du bist also schon 210 Kilometer näher an Deutschland ran. Und das ist schon mal eine tolle Sache. Ja. Und was meinst du auch? Wolkenkratzer haben mal als Keller begonnen. Richtig. Und 14.000 Kilometer ist ein Wolkenkratzer, aber wir nähern uns dem ersten Stock. Peace and love, euer Patrick Naumann. Genau, super. Also du rennst gegen Drogen. Ist klar, dass die dann sagen, ey, Drogen, davon leben wir doch. Heimlich leben die davon. An sich 375 und jetzt seid ihr 1600. Okay, nicht alle, aber du bist ja halt auf 2,7 Quadrat zu 50 Euro Miete. Ist natürlich ein Hammer. Alles muss gekauft werden. Laut deinen Aussagen hast du mit einer Matratze angefangen und dann wolltest du auch deutsches Essen da. Irgendwie, jetzt machst du halt, ja, den Fuß hast du ja auch gezeigt, Hammer, Hammer, Blasen, das bleibt nicht aus. Aber wie gesagt, du hast schon mal 14.000 Kilometer geschafft. Ja, also ich würde dir Thema, du hast es ja jetzt am Laufen, ne? Du läufst ja jetzt gnadenlos durch. Das finde ich auch toll und deswegen mache ich auch direkt so eine Videosession. Weil ich habe hier so viel zu tun, die Kamera war offen, da habe ich gesagt, komm, da kann ich mich auch gerade hinsetzen und dich persönlich begrüßen. Patrick Naumann im Hotel Bali. 15 Jahre dort Logis, Kost und so weiter, aber kostet halt viel Geld, wie Hotels nun mal so sind. Ne? Ja, 2,7 Quadrat, das ist schon Hammer. Und du hast auch gezeigt, wie die anderen, die also keine Logis haben von 2,7 Quadrat, wie die da aufeinander da so leben. Ja? Also wenn man etwas baut für 375 Gäste und dann 1600 Gäste aufnimmt, Hammer. Wie gesagt, du hattest wie gesagt einen zweiten Kollegen dabei gehabt bei der ersten Session Hotel Bali, also zwei auf Bali, hörte sich auch gut an, wie Bud Spencer und Terence Hill. Und die Idee jetzt hier mit diesen über 14.000 Kilometern, du hast vollkommen recht, jeder Wolkenkratzer beginnt mit dem Fundament. Im Fundament bist du schon, du bist jetzt oben am Gucken. Während du das Video siehst, bist du ja schon sicherlich weitere 17 Kilometer gelaufen. Also, wenn du das vielleicht siehst jetzt hier, ein Gruß aus Deutschland, bist du ja vielleicht schon bei 300 Kilometer gelaufen. Ich meine, das ist ein Hammer, wie so ein Hamster da im Rad zu rennen, auf diesem sogenannten Bolz- oder Tennisplatz. Jedenfalls ist ein Platz direkt da in deinem sogenannten Hotel, wo du da insgesamt 15 Jahre deines Lebens jetzt Gast bist. Und versuchst gedanklich nach Hause zu laufen. Ich meine, also deswegen mache ich an sich das Video. Stell dir Deutschland also nicht mehr so bildlich vor wie viele Jahren du gegangen bist. Du bist vor vielen Jahren von Deutschland weg und hast dann als Künstler und als Restaurant
lecker essen und das Ganze habe ich ja auch schon sehen können. Einige haben es ja ins Netz gestellt. Ja, Träume. Träume können wahr werden. Träume können lange geträumt werden. Das Problem ist halt beim Aufwachen. Beim Aufwachen eines Traums kann es dann gruselig sein oder es war halt ein gruseliger Traum. Ich hätte dir jetzt wirklich gegönnt, dass das nur ein gruseliger Traum gewesen wäre und du wärst jetzt wach geworden und wärst dann da, wo du an sich hättest sein wollen. Ist kein Traum, ist die Realität, wie das Video jetzt hier auch eine Realität ist. Ich habe mir erlaubt, dir einen Videogruß auf den Weg zu schicken, beim Laufen zu sagen, hey Mann, mach weiter, lauf. Mit einem guten Manager, da würdest du sicherlich noch ein paar Runden sicherlich noch mehr machen. So, es freut mich überhaupt, dass du da Elan hast, dass du dich nicht niedergelegt hast. Oh, 15 Jahre. Nee, ist klar. Es ist halt passiert. Und ja, es ist halt so. Stell dir, wie gesagt, Deutschland nicht so einfach vor. Wie gesagt, das ist alles nicht mehr so. Wir sind jetzt hier ein buntes, kunterbuntes Land geworden. Seit 2015 ist das so. Ist also nicht mehr so liebevoll, wie du dir das vorstellst. Wir haben in 2 Monaten haben wir Heiligabend, also heute ist der 24.10.2015 angefangen und ich beendere das am 25.10.2018. Deswegen komme ich da drauf. 14.000 Kilometer hast du geschafft, du hast einen Videogruß, du hast also auch deine Wunden gezeigt und wir haben das ja schon sehr lange gemacht und deswegen grüße ich dich ja auch wirklich aus Deutschland in deinem sogenannten Hotel. Ja, und ich finde es toll, dass du da, wie gesagt, gnadenlos läufst und machst. Ich verstehe dich sehr gut, sehr, sehr gut. Wenn wir ehrlich sind, wir als Unternehmer, als Vorstände von irgendwelchen Vereinen hier, sind auch im Knast. Ja, wir haben zwar einen Schlüssel, können rein und raus, aber wenn man das Ganze bedenkt, ist es ein Knast. Ja, auch dein Knast ist halt, es ist halt so. Ja, wir zum Beispiel haben Vermieter, die kennen wir gar nicht. Ja? Ich habe hier Kunden, die haben Vermieter, die kennen die Vermieter gar nicht. Und wenn die versuchen, den Vermieter zu recallen, kein Scherz, dann kommt ein Anwalt und der wird böse. Ja, so geht's auch. Ja, ich habe hier Kunden, die haben seit 12 Jahren keine Nebenkosten. Ja, genau, hast du in deinem Hotel überhaupt Nebenkosten? Ja, verstehst du, was ich meine? Lichtkosten, da Handykosten, Stromkosten. So, wir hier lebendig Menschen, die Geschäfte haben oder Wohnungen haben, haben Nebenkosten. Ja, und wenn ein Kunde sagt, mein Vermieter hat seit 12 Jahren nicht ein einziges Mal Nebenkostenabrechnung gemacht, aber erhöht fleißig, ist klar, irgendwann sagt der Mieter und dann geht die Post ab. Könnt ihr euch vorstellen, wo das dann endet? So wie bei dir geendet, nur bei dir wäre dann Rübe ab. Ne? Hier ist halt die Rübe noch dran, aber der Kunde ist traurig. Sehr traurig, wie gesagt, 12 Jahre keine NB-Kosten, hat nur Ärger. Dann haben wir einen anderen Kunden hier, die haben, wie gesagt, Vermieter, ist klar, Eigentümer, die melden sich nicht. Die kennen die noch niemals, die haben die noch niemals zu Gesicht wieder gehört. Ja? Und wenn, kommt da irgendeine Holding oder eine AG. Ja, wissen wir nicht. Sagen Sie mal Ihre Objektnummer. Objektnummer habe ich nicht. Ich habe einen Vertrag da. Ne? Ja, Dann stellt sich heraus, dass der Vertrag, der geschlossen, dass es die Person gar nicht mehr ist, dass dann zwischendurch eine Holding das gekauft hat. Ja, und wenn man die, also erstmal ruft man den, ne, das ist nicht mehr meins. Ne? Dann ruft man den nächsten an, ne, tut mir leid, das ist nicht mehr meins. Wir verwalten das nur. Ja, kann ich, nee, das geht nicht. Ja, geht nicht. So, ein ganz anderer. Toll, ne? Also stell dir Deutschland nicht mal so einfach vor hier. Ich habe hier sehr viele Kunden, die, sagen wir mal, ich glaube 50 waren das, 50 Eigentümer sind. Also 50 Eigentümer in einem Haus. Sagt er, wir hatten früher über 20 Hunde und jetzt sind die alle älter geworden. Jetzt haben wir 4 Hunde und gestern war eine Versammlung und in der Versammlung wurde gesagt, Eigentümerversammlung, dass die, die noch Hunde haben, diese doch bitte ab schaffen soll. Also wie gesagt, stell dir alles nicht so einfach vor. Ich meine, du hast einen Knast, 2,7 Quadrat. Andere haben Wohnflächen von 35 Quadrat für 50.000 gekauft. Oder andere haben 75 Quadrat oder 150 Quadrat für etwas mehr gekauft. Ja?
sind lauter Eigentümer. Lauter Eigentümer. Der eine vermietet kräftig, ja, der macht Randale. Also wie gesagt, auf eine Art ist alles ein Knast geworden. Und deswegen finde ich es toll, dass du läufst, dass du zu Deutschland zurückläufst. Und ich drücke dir fett, ganz fett die Daumen, dass du irgendwann mal hier in Deutschland wieder einläufst. Und ich hoffe, dass du da, wie gesagt, die Gardinen nicht siehst, die Stahleinheiten, dass du dann vielleicht doch frei sein würdest. Weil es gibt eine Kollegin von dir, das australische Fernsehen, hat das gezeigt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich sage es dir, also die Australier waren bei euch, haben gedreht. Wie gesagt, die Australier haben eine Frau nach über 9 Jahren da wieder rausgeholt. Die haben 9 Jahre gebraucht, um die da rauszuholen. Ich hoffe, dass du da auch in der Hälfte von 15 Jahren, dass man dich da auf irgendeine Art wieder rausholen kann. Ja? Geschehen ist geschehen, da muss man durch. Wir auch hier, bei uns ist auch tagtäglich etwas. Und wir müssen da die Rübe hinhalten. Wie gesagt, wir haben internationale Kunden. Ich habe nämlich auch viele Leute hier aus Bali, die ihre Sachen machen. Ja? Von der Wiege bis zur Ware braucht jeder Formulare, die auch noch kopiert. Und die letzte Copy machen wir auch. Nur da liegt die Person 3,5 Meter tiefer. So was gibt es auch. Ja, ist halt. Und Bilder braucht man auch, nicht nur für die Bewerbung. Wir brauchen Film, wir brauchen Fotos für die Bewerbung. Nein, nicht nur für die Bewerbung, sondern auch biometrisch. Ja, biometrische Bilder. Eines Tages haben wir eine Fiole im Arm. Wer weiß das schon. Also hier ist ziemlich viel im Argen, das wollte ich dir nur gesagt haben. Freue dich also nicht so auf Deutschland, wollte ich dir auch sagen. Alles hat nicht immer Schattenseiten, alles hat auch nicht immer Lichtseiten und nicht immer alles ist super toll. Ja, da wollte ich gesagt haben, deswegen habe ich es dir gemacht. Ich habe schon mal gesagt, Sondersender NRW TV und Ultra HD Web TV können helfen. Aber nicht helfen, indem man freikommt, das ist klar. Und die Frage lautet auch wirklich, ob es sich noch lohnt, sich mit irgendeinem Präsidenten, den wir hier haben, oder einem Kanzler, Kanzlerin, ob es sich da lohnt, oder mit irgendeinem Außenminister sich da unterhalten und zu sagen, hör mal, sei so nett, hol den Patrick Naumann, raus. Ja, du sprichst da gerade. Aber ist alt. Ne, doch nicht, oder? Ist kein Datum, ist kein Zeitstempel drunter. Aber ich bin ja mal, weil du bist ja, glaube ich, 6 oder 9 Stunden im Voraus. Ne? Also ich habe jetzt hier 2:30. Du müsstest jetzt 7:30 haben, also 19.30 Uhr. Ich vermute, du hast jetzt 19.30 Uhr. Ich habe jetzt hier 13.30 Uhr. Ne? Ja. Wir müssen das jetzt nicht ganz genau nehmen, das Ganze. Einer macht das jetzt hier spontan während der Arbeit, weil ich habe so viel zu tun, wirklich. Ich habe, muss ich eben mal nachrechnen, 30, genau. Ich habe 50 Filmstunden hier. 50 Filmstunden, die ich machen muss. Das heißt also, der Rest Oktober habe ich richtig zu tun. Der Anfang vom November habe ich auch eine Menge zu tun. Also so einfach ist es nicht, aber wenn die Kamera schon mal online, also off ist, also wenn sie schon an ist, dann kann ich auch mal eben kurz da reinsprechen, das dann wegnehmen, auf die Timeline, irgendwas Schönes zu machen. Du siehst ja jetzt schöner, ich sitze jetzt gerade hier im Rohbau und arbeite und ich sehe hier die ganzen Aufträge laufen und das Ganze. Ich hatte auch gerade eine Wahnsinns-Fotosession mit 2 Models, die da wirklich lange gebraucht haben, bis sie sich so gut gefühlt haben, dass sie sagen, yo, das brauche ich, schick die mir per E-Mail. Ich nehme auch ein paar Bilder mit. Das ist nochmal hier der Job. Hier sitze ich halt im Medienbereich und da drüben ist, wie gesagt, der Copy-Bereich. So, also noch einmal, auch wir haben, unsere Kunden haben Ärger ohne Ende. Wir arbeiten natürlich an diesem Ärger, aber auf Deutsch gesagt, wir leben alle hier im Knast, wirklich. Wir sind nur froh, dass wir diesen Schlüssel haben, rein, raus. Ja? Wir sind leider nicht so berühmt wie andere, die das auch gemacht haben und zig Millionen behalten durften, ja, die durften zig Millionen Steuerschulden behalten, wenn sie mal so abends in den Knast gehen für ein Jahr. Ja, dann gehen die für ein Jahr abends in den Knast, tagsüber machen sie ihre Sachen, machen noch mehr Millionen, so ist es ja nicht, ne? Machen also noch mehr Millionen und abends gehen sie in den Knast und sagen, danke, ich habe heute noch mal 1,5 Millionen gemacht, danke, danke. Ja, unser Eins lebt in diesem Knast, muss arbeiten, muss sehr viel arbeiten. Ja, am Ende kriegt er nichts, ist halt so. Also, und bei dir ist es ja fast genauso. Wie gesagt, Essen,
bist Showmaster, du hast gesungen, du machst jetzt auch tolle Videoclips. Nein, die Videoclips sind in Ordnung. Wirklich, die sind in Ordnung, du machst sie gut. Ja, das Licht, alles, zeigt ja auch und so weiter. Nur, mir fiel auf, da fehlt doch einer. Ihr wart an sich zwei. Ja, also wenn du Lust hast, machst du auch einen Videoclip. Und dann, na, sowas haben wir früher gemacht hier in Köln. Nannte sich Seven Load. Da hat jemand mit einem Videoclip angefangen und ein anderer musste das Gegenvideo dann machen. Es gab auch Live-Sessions und so. Aber das gibt es hier auch alles nicht mehr. Also stell dir Deutschland bitte nicht so schön vor. So schön ist Deutschland wirklich nicht mehr seit 2015. Ich hoffe, wenn du erscheinst hier in Deutschland, also wenn du die sogenannten geistigen 14.000, die du jetzt noch hast, von den 14.400 Kilometern, geschafft hast, nicht nur geistig, sondern die vielleicht geschafft hast, dass du wieder hier bist, auf deutschem Boden, wo du landest, Hamburg, keine Ahnung, ob mit dem Flieger in Düsseldorf, egal. Wenn du irgendwann mal bist, auf deutschem Boden, wie gesagt, dann will ich hoffen, dass nicht ein Manorett oder, ihr wisst schon, irgendjemand da, dass du sagst, stopp mal, ich war doch gerade in Bali, jetzt bin ich wieder in Bali? Nee, es könnte aber so sein. Ja, es könnte so sein, dass plötzlich der Kanzler und alle etwas anders ausschauen, wie jetzt im Moment, um das mal gesagt zu haben. Meiner einer wäre dann, wenn du wirklich durchhalten musst, bis 15 Jahre, 75 Jahre alt, aber dann noch solche Videoclips macht, weiß ich nicht. Du bist dann halt 10 Jahre jünger, bist dann um die 65 und ja, dann bist du sozusagen in dem knackigen Alter wie ich jetzt, mit knapp 60. Ne? Ja, so ist das nun mal. So. Es macht Spaß mit dir, sich ne, zu unterhalten, zu tippen, live auch. Eine Live-Schlüssel, das muss ich sofort handeln. Hier einer Blick, ne doch nicht, weil hier Aufträge laufen. Ja, es ist Weihnachtszeit, dann kommen die alle mit den Foto- und Video- und Bilderaufträgen. Das bleibt halt nicht aus. So, ja, bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für die alle anderen, die mitmachen, bedanke mich auch für die anderen, die ihm auch mithelfen. Und ja, das ist halt so. Hallo! Guten Tag. Grüße. Traf sich gut, Kundin, eine etwas sehr ältere Kundin. Ich schicke meine Kunden immer nach DM. DM ist ja so ein Kosmetikgedönladen da für junge Frauen, ältere Frauen etc. pp. Da gibt es ja auch so Cebe, glaube ich, heißt die Firma, und da können die Leute Bilder machen. So, wir haben die Leute ihre Bilder eingereicht, und wenn wir kriegen ein Zettelchen zurück, tun uns recht herzlich leid, wir machen keine Bilder mehr. So, ich meine, ich habe das ja auch alles eingestellt, die normalen Papierbilder, weil die Nachfrage gleich null und solche Geräte super teuer, auch in der Wartung. Wer sich im Fotobereich auskennt, weiß halt, dass das einfach nicht mehr so einfach ist. So, wir machen das hier zwar alles, aber für 20 Cent pro Die Arbeit ist viel zu hart, um für 20 Cent zu arbeiten. Also, geht nicht, also, können wir nicht anbieten. Das ist schade. Die Großfirmen wie Cebe und wie die alle geheißen haben, die plötzlich das auch einstellen, Aqua, Kodak und so, alles wird ja ein bisschen anders. Also wie gesagt, Dia-Bilder, normale Fotos auf Rolle, 100 ASA, diese Röllekes da, stellen die plötzlich ein. Ich meine, wir könnten das dann auch ein negativ einarbeiten, aber der Preis. Der Preis, ja. Man kann ja nicht ständig hier für gar nichts mehr arbeiten. Ich möchte nicht wissen, was du früher im Restaurant genommen, ja, und so weiter. Sonst hättest du ja auch die Summe von 65.000 gar nicht irgendwie nehmen können, um am Leben zu bleiben, zum Beispiel. So, unser Eins hier ist im 20-Cent-Bereich, 5-Cent-Bereich, 15, 10 Cent. Und das ist den Leuten noch zu teuer. Und wenn wir dann hier solche Fotosession, Filmarbeit, oder solche Sachen, da muss ich wirklich mal gucken, was da ist. Jetzt habe ich doch... Ja, da ist er ja, genau. Ja, und soeben habe ich einen Star Wars Fan glücklich gemacht, weil wir ja, wie gesagt, auch diesen Star Wars Store hier haben. Und der war glücklich, dass er wenigstens eine Figur von vier Figuren bekommen hatte. Weil solche Figuren, Sammelfiguren, nicht immer alle hier in Deutschland, sag ich ja, Deutschland ist nicht mehr so. Ich glaube, in Bali bekommt man das vielleicht eher da irgendwie aus irgendwelchen Ecken, wie hier vor Ort. Also diese Figur, die ich ihm da gerade übergeben, die er hier gekauft hat,
kam frisch aus Amerika und wir hatten uns auch gewundert, dass die schneller hier war. Wir haben auch einige Fett aus China, Japan, die manchmal irgendwie schneller da sind. Keine Ahnung wieso, aber ist halt. Manchmal muss man unheimlich lange warten auf so eine Sammelfigur, aber manchmal klappt es und dann geht es ruckzuck. Also diesen Monat hatte ich einige diverse Star Wars Fans hier, die da ihre Figuren dann abgeholt haben. Somit habe ich auch ein bisschen so aus der Heimat gesprochen, hier aus Deutschland, aus der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen an der A40, links Dortmund, rechts Duisburg und immer weiter. Da kommst du ja da auf deine Kilometer. Also ich könnte jetzt hier auf die A40 brettern, müsste dann mein Navi eingeben und dann reinschreiben, Junge, ich will nach Bali, Hotel Bali, gib ein, dann sagt er, okay, gib Gas. So, du hast jetzt 14.000 geschafft, 14.400 müsste ich noch schaffen, oder 14.500 vielleicht, um dann, wie gesagt, zu dir zu kommen, um Hallo zu sagen. Natürlich klappt das nicht, weil, warum ich das jetzt sage, ist klar, wir sind Filmemacher, wir sind Filmautoren, dann hätte man natürlich so einen Film über dich machen können, über 3 Minuten, es gibt so 3-Minuten-Sessions und 20 Minuten. Ich werde dir auch sicherlich mal einen Film zeigen, bei dir in NB, also ja, dann kannst du gucken. Immer Grün heißt der, der hat jetzt letzte Woche gewonnen. Wir haben keinen Oscar, wir haben einen Willi. So, und der hat 3 Willis bekommen. Also ist sehenswert. 22 Minuten. Dann hättest du dann auch so ein Stück aus deutscher Heimat, so wie das jetzt hier alles so aussieht. 2 gute junge Schauspieler hättest du dann auch gesehen. Wie gesagt, verspreche ich dir, nach diesem Videoclip hier, den du jetzt schon gesehen hast, kannst du dir dann auch immer Grün anschauen. Der junge Mann kommt auch aus der Stadt Essen, ist 28 und hat hier gewonnen. So, wie gesagt, wir sind Foto- und Filmclub, Star Wars, Eisenbahn, Medien und Copyhouse. So, und das ist ein Riesending, das nennt sich Industrie 4.0. Wir sind also international verworben, vernetzt und haben internationale Kunden. So, in dieser Internationalität sind wir natürlich jetzt gerade eben hier zu Gesicht in Bali, ja, auf 2,7 Quadrat. Ich hoffe, du kannst dir das anschauen. Ich hoffe, ja genau, YouTube kannst du ja einlesen. YouTube hast ja selbst einen Kanal. Noch einmal, wo ist dein Kumpel? Vielleicht gibt es eine Antwort. Den sehe ich nämlich nicht. Der hätte ja sein können, dass der auch rennt nach Deutschland, ne? Oder zu Deutschland, läuft im Kreis. Wie ein Hamster im Rad. Ich drücke dir wirklich fett die Daumen. Ich höre jetzt auch auf. Ich muss meine Sessions hier weitermachen. Ich muss auch mal Pause machen. Aber es macht, nein, bis 100 Grad sympathisch. Es macht Spaß, dir zuzuhören. Es ist traurig, dass es jetzt auf 2,7, du weißt, wollte ich nicht wiederholen. Irgendwann erzählt es ja auch die Geschichte. Ich meine, ich habe sie gelesen bei Google. Ich habe alles, auch den Rechtsanwalt und das alles. Wir haben auch lange drüber gesprochen gehabt und ich hatte es dir versprochen, man könnte ja so eine Art Geschichte bauen, ja, also aufbauen. Jetzt greife ich einfach deine Geschichte auf, 14.500 Kilometer laufen gegen Drogen. Also meine eine hätte gesagt, ich laufe 15.000 Kilometer fürs Leben, um das Leben zu genießen, um zu zeigen, es geht auch in dem Alter, das Leben. Das Leben ist die beste Droge, die es überhaupt gibt. Egal wo. Also weil das Leben unheimlich viel Spaß macht. Auch wenn man gedrückt wird, zerdrückt wird, wenn man auch auseinandergerissen wird. Am Ende war das Leben die geilste Droge, die du, die ich, die wir alle irgendwie ausleben konnten. Wo wir irgendwann enden, ist klar, keiner kommt aus dieser Nummer raus. Aus der Nummer Leben, nach der Geburt, nach dem Zeitstempel, wann du geboren wurdest. Ja, danach läuft die Uhr rückwärts. Die Uhr läuft rückwärts und du wirst älter dadurch. Auch nicht schlecht, ja? Auch nicht schlecht. Anstatt alt rauszuschlüpfen, was weiß ich, mit 100 und dann runter. Ja, und dann als Fluss da weg, ne? Ja, aber ich glaube, dann wäre das Leben, glaube ich, noch ein bisschen teurer, weil wenn du sofort als Mensch, ne, als vollwertiger Mensch erscheinst und dann immer jünger wirst und dann irgendwie verschwindest als Embryo, ja, wäre dann, glaube ich, doch
zu teuer. Ja. So, ich drücke dir wirklich die Daumen, warum ich da drauf gekommen bin. Ich habe ja gerade, wie gesagt, einen Auftrag hier. Ich sehe ja so ziemlich junge Menschen gerade hier auf dem Monitor. Und das sind Erinnerungen, die heute ziemlich groß sind, die Leute. Ja, also ich sehe gerade die Auftraggeberin als Kind, die jetzt ihr Alter hat. Und wie gesagt, das jetzt ihren eigenen Kindern zeigt, wie sie Kind war. Ja, und will das jetzt ihren eigenen Kindern zu Weihnachten zugänglich machen. Ich habe auch ältere Herrschaften hier um die 89, die halt auch ihre Enkelkinder sehen möchten. Und die habe ich auch gerade fertig gemacht. Dann hatte ich ja gerade die Diakonin, wo die Dias halt keine Bilder mehr gemacht werden aus Dias. Tja, ja, ist halt so. So, ich hoffe, die Dame schafft es. Ansonsten versuche ich es. Der junge Mann ist auch glücklich mit seinem Star Wars. Ich hoffe, ich habe dir auch so einen kleinen Smiler gegeben. So. Und dann mach weiter, mach weiter, mach weiter. 14.000 Kilometer. Während du das hier gesehen hast, bist du vielleicht schon bei 13.000 Kilometer. Wer weiß, wer weiß. Ne? Du entscheidest, wie viel Gas du gibst. Du bist so glücklich, dass du 210 Kilometer heute an diesem Tag, wo ich dieses Video gemacht habe, du selbst geschafft. Ja, also dann. Ich wünsche dir was. Viel, viel Spaß und mach weiter. Weiter, weiter. Für alle anderen, die bei Facebook dieses Video oder bei YouTube dieses Video gesichtet haben und nichts damit anfangen können. Wie gesagt, Patrick Naumann bei Facebook könnt ihr rein und bei YouTube auch. Ist eine Geschichte aus Bali, die sich leider so auch zugetragen. Und meiner eine macht so einen Videoclip als Dankeschön, um zu zeigen in 14.500 Kilometer, dass dort einer sich Mühe gibt, um wieder zurückzukommen. Meiner einer gibt sich jetzt keine Mühe, um dahin zu kommen, ist klar. Weil geht nicht, weil ist halt so. Aber wenn man das so geistig mitarbeitet, sich das geistig vorstellt, 2,7 Quadrat, die Hitze und das Ganze, und wenn man dann aus der Tür tritt und da 1600 Menschen insgesamt sieht auf an sich 374 Zellen, die dort irgendwie an sich, ja, und wenn man dann hört, wenn Patrick Naumann sagt, dass das an sich nur noch ums Geld geht, ja, man wird eingesperrt und wenn man kein Geld hat, ist rüber ab, dann war es das. Ja, ich meine, er hat ja auch schließlich gekämpft und wenn man sieht, man wird älter und, oder man sieht älter aus, obwohl man gar nicht so alt ist. Ja? Weil das Leben, deswegen sage ich ja, ich kämpfe fürs Leben, weil das Leben hinterlässt Spuren, nicht nur im Sand. Ja? Aber ist halt so. Und also ich kämpfe fürs Leben und für alle, die, wie gesagt, diesen Videoclip gesehen, die also negativ das Ganze betrachten, das Leben ist nicht negativ. Natürlich ist das Leben negativ, aber daraus das Positive ziehen ist ja wie in unserem Bereich des negativen Fotografierens, des Filmens damals. Heute machen wir ja von vornherein positiv und gehen ja mit positiv um, deswegen musste ich der Dame ja vorhin auch sagen, dass an sich die Dia-Fotografie, daraus Bilder zu machen, an sich die Profis Aquacolor oder Kodak haben eingestellt. Die Firma Zewe macht es plötzlich auch. Nicht mehr. Merkwürdig. Es ist schon merkwürdig, dass das nicht mehr geht. Oder ich muss mich mal kundtun, damit, wenn ein Kunde reinkommt, ich ihm sage, sie müssen das so und so machen, dann bekommen sie auch ihre Papierbilder. So, ich habe mich schon gewundert, dass, wie gesagt, diese 50 Stunden Filmauftrag, der jetzt hier abgehandelt wird, könnt ihr euch ausrechnen, ich mache jetzt 50 Stunden hier für fremde Filme, deswegen war die Kamera online, da habe ich gesagt, komm, machst du auch noch einen Clip da rein. Ich habe auch gerade, habt ihr ja gemerkt, Schnitt, 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 dann habe ich was zu tun und dann sind auch nicht nur Minuten, sondern auch Stunden vergangen, wo ich dann hier nochmal reintake da, um euch da zu begrüßen, besonders halt den Patrick. Ja, ich meine, ich verstehe dich sehr gut, also muss ich sagen, ich bin ja wie gesagt auch in dem Metier, na, wie du auch, und du hast halt so einen Typen gehabt, der dich gezwungen. Meiner einer hört hier, dass es hier Typen gibt, die da, wie gesagt, Vermieter sind, sich gar nicht zeigen, wenn du dann fragst, hey, wer ist denn der Vermieter? Komm, direkt ein Anwalt und mach dich platt. Also
wollte nur gesagt haben, das kann hier alles jeden treffen, weil ich habe vieles gehört aus dem sozialen Sektor, die plötzlich auch an mich so herangetreten und fand ich dann auch nicht so prickelnd, aber ich wusste ja Bescheid, dass das so ist. Ich habe auch heute Morgen wieder reichlich viel Sozialsachen für eine junge Dame, die dort gesessen, fertig gemacht. Ja? Auch darauf hingehen. Ich hatte einen Jungen, wirklich einen Jungen, der an sich 3 Jahre ausgebildet hätte werden sollen. Im zweiten Lehrjahr, tut uns leid, wir können dich nicht mehr bezahlen. Und ja, was mache ich jetzt? So, und der hat das große Glück, eine Freundin zu haben, die ihm hilft. Ja? Weil das Amt, wo da wartet er schon seit über 3 Monaten drauf, hat nichts. So, die Miete läuft weiter und so weiter und so fort. Viele junge Leute wissen ja gar nicht, in welche Abhängigkeit sie kommen ab 16, 17, 18 Jahren. Ja, ist halt so. Ja? Überwerfen sich mit ihren Eltern, ziehen aus, klopfen beim Amt an. Ja, und dann geht das ab. Dann geht es richtig ab. Ja. Also noch einmal, freu dich nicht so auf Deutschland. Ich meine, du gehst jetzt so auf die 50 zu, ist ja in Ordnung. Meiner einer geht auf die 60 zu, ist auch in Ordnung. In 15 Jahren weißt du Bescheid. Ne? Du 65, ich 75, drauf zugehen. Hm? Ob wir uns dann noch unterhalten können, weiß ich nicht. Ob es dann solche Sachen wie das jetzt hier auch noch gibt, weiß ich nicht. Aber ich stelle dir ja, wie gesagt, das nicht so einfach vor. In Bali können wir dich sehen. In Bali können wir dich hören. In Bali machst du etwas, um geistig zu Deutschland hinüber zu kommen. Vielleicht klappt das ja auch. Ja, ne, das ist eben so. Nicht so einfach. Also stell es dir nicht so einfach vor. Ich meine, wenn du es schaffst, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, noch einmal. Ja? Aber stell dir das hier nicht dann so vor, wie du dir das vielleicht in der Ferne vorstellst. Seit 2015 hat sich das hier so schwer verändert. Du kannst es natürlich nachvollziehen. Du hast ja, glaube ich, einen Laptop. Wo du drauf, du kannst ja googeln, kannst dir Deutschland anschauen. Und deine Familie, die du ja noch hast, die Kinder und so, können dir auch sagen, ich weiß ja nicht, welchem heimischen Bereich du herkommst. Also ich komme aus NRW, Stadt Essen, bin dann in der A40, wie gesagt, groß geworden. Ich war auch ein Jahr in London und so weiter. Ich war in den Niederlanden, die ist auch nicht allzu weit von hier entfernt. Und ja, ich habe auch die Welt gesehen, aber leider nur beruflich. Und wenn ich zu dir käme, wäre es auch nur beruflich, um dich zu filmen, einen Film daraus zu machen. Vielleicht können wir ja zusammenarbeiten, Patrick, ja? Dass wir da irgendwie so eine Session machen, dass da ein 3 Minuten bzw. 20 Minuten, dann müsstest du googeln, das nennt sich BDFA-NRW oder den BDFA auf der anderen Seite. Wir sind nämlich mittlerweile nicht mehr Nordrhein-Westfalen, wir sind nämlich schon Nordrhein und Westfalen. Also ist schon ein bisschen getrennt. Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, wir wären Nordrhein-Westfalen. Aber innerlich oder irgendwie haben die da was geändert. Ich kann es dir nur nicht beweisen im Moment. Aber der Filmclub zum Beispiel, den gibt es in Nordrhein und dann gibt es den einmal in Westfalen. Dann die Ärztekammer auch, die gibt es in Westfalen oder in Nordrhein. Ne? Na, alles klar? Nee. Warum nicht? Amen. This filmmaker